ein ganz berühmter Flötenvirtuose seiner Zeit. Er war blind und ist blind durchs Leben gegangen, aber hörend und fühlend. Derte ging Dapp mit Dürber. Ein Gesang über eine Nymphe. Mit Nymphen hat das fast noch mehr zu tun. Von Ernesto Köhler. Ernesto Köhler war Flötenpädagoge des 19. Jahrhunderts und hat für die Flöte einige reizvolle pädagogische Geschichte, aber auch gute Literatur geschrieben. Lede hoch.
Gäste. Heute ist es das erste Mal, dass hier derart viele Autos durchfuhren. Ich denke, es liegt am Wetter, so viele fahren sonst nicht. Das muss daran liegen, dass sie sich angezogen gefühlt haben von ihren Klängen. Und vorbeigehen. Das ist ja nun mal so, dass wir hier mit den Klängen auch den Frieden in den Alltag holen und die dann einfach noch so ein bisschen mit in den Alltag mitnehmen. Seien sie ihn vergönnen. Ne? Also wir haben alle Autos mit all den wunderbaren Klängen mitgeschickt. Und ich fand das ganz fantastisch. So auf die Schnelle einen kleinen Gang durch die Geschichte, durch die Musikgeschichte einfach mal so operiert zu bekommen, anhören zu dürfen. Also auch das Allerherzlichste nochmal einen ganz tüchtigen Applaus. Sie haben sicher festgestellt, dass auch etliche Radfahrer dort und dort und dort und dort stehen geblieben sind. Also sehen Sie, das hat doch was damit zu tun, dass man so im öffentlichen Raum nicht mal den Frieden zur Markenzeichen macht. Einfach sagt, lass uns einfach hinhören. Wir können natürlich sagen, ach wie schade, da fuhren jetzt ständig Autos durch. Sie sagen das nicht. Weil wir haben den Frieden hier in diesen Tunnel geholt und wir haben die Klänge hier in diesen Tunnel geholt. Sie sind hierher gekommen und Sie jeden Sonntag möchte ich Ihnen auch heute wieder eine Tafel vorlesen von den 82 Texttafeln aus den verschiedenen Kulturen und Religionen, die hier friedlich nebeneinander stehen, symbolisch dafür, wie unser Wunsch wäre, dass es auf der Erde sein sollte. Und das Schöne ist, dass davon 40 Texttafeln aus verschiedenen Religionsgemeinschaften sind. Sie können das einfach schauen, indem Sie durchgehen. Und 42 Texte, Friedenstexte, die aber auch religiös sind, aber eigentlich ist unser Projekt ein Friedensprojekt. Viele, viele Menschen, die sich letztlich keiner Religion verbunden fühlen, fühlen sich diesem Projekt zugehörig, weil sie eine Friedenssehnsucht in sich tragen und weil sie wissen, dass das wichtig ist, sich auf irgendeine Art und Weise auch hier in dieser Stadt für nachfolgende Generationen einfach deutlich zum Ausdruck zu bringen. Wir stehen für den Frieden, auch wenn wir an Syrien nichts ändern, auch wenn wir an irgendwelchen Konflikten weltweit leider als einzelner Mensch wenig ändern können. Ich weiß, dass manchmal gute Gedanken helfen, mögen auch Gebete helfen. Möge unsere Friedensmusik Ihnen einen schönen Sonntag verschaffen und möge unser Text, den ich Ihnen jetzt vorlese, das ist eine indianische Weisheit, vielleicht nochmal so einen kleinen Input geben, was auf viele Weise Menschen aus verschiedenen Kulturen uns mit auf den Weg gehen wollen. Mach das Auto ab. Naja, also ist eine indianische Weisheit. Sie steht hier ganz am Anfang des Tunnels, nicht von ungefähr. Wenn wir recht handeln und wenn wir zwischen jedem Menschen und jedem Volk Gerechtigkeit herrscht, dann haben wir Frieden. Wenn eben zwischen jedem Menschen und das ist noch nicht mal hier in Bremen der Fall. Wie oft ist das noch nicht mal in Familien der Fall? Wie oft ist das noch nicht mal in uns selbst der Fall? Das heißt, wir können bei uns selber anfangen. Und wenn wir mit uns selbst Frieden haben, dann können wir gucken, wie wir mit dem Nächsten Frieden kriegen. Und wenn wir mit dem Nächsten Frieden gekriegt haben, dann können wir gucken, ob wir die, von denen wir glauben, mit denen nie vielleicht auch noch mal irgendwie in Verständigung treten, versuchen sie zu verstehen. Und wenn wir das vielleicht ein bisschen schaffen, wertfrei und wertvorurteilsfrei, vielleicht vieles in der Welt mit guten Gedanken begleiten, ändern werden wir nicht so sehr viel können, aber in unserer kleinen Welt schon. Und mit diesen Gedanken möchte ich Sie auf den nächsten Sonntag einladen, nachdem wir nochmal dem Herrn Ahlhorn danken. Also nochmal Herrn Ahlhorn danken. Also dreimal ist ja auch immer recht, jetzt haben wir das gemacht. Und ich möchte Ihnen sagen, wir haben auch im Juni jeden Sonntag hier Friedensklänge. Wir werden das auch im Juni einrichten. Wir wollen das über den ganzen Sommer über machen. Und eigentlich hatte nächsten Sonntag sich eine Band angemeldet, nämlich die Band NIO. Die musste aus familiären Gründen, sowas gibt es auch mal leider, absagen. Und wir haben jetzt glücklicherweise einen Nachfolger von Herrn Professor Dr. Ahlhorn gefunden, nämlich Annette Odendahl. Die hat auch schon für unser Projekt häufiger musikalisch uns unterstützt. Sie spielt ein Instrument, und zwar diese wunderbare Querflöte. Und sie wird ganz gewiss ein Stückchen andere Musik spielen. Das finde ich nämlich gut, weil sie nicht diesen Gang durch die Geschichte machen wird. Sie ist mit verschiedenen alten Musikern verbunden, unter anderem sicherlich Johann Sebastian Bach. Also auch das lohnt sich. Und dann erfahren Sie, wie es weitergeht im Juni. Ich habe das jetzt ja nicht schon vorbereitet. Das heißt, ich locke Sie jeden Sonntag hierher und dann erfahren Sie, was am nächsten Sonntag kommt. Bleiben Sie bemüht, bleiben Sie bemüht.
bleiben Sie gesund und kommen Sie wieder. Ist okay? Ja. Wiedersehen. Ja.